alles okay? Ich laufe ganz bewusst hier durch die Fußgängerzone und durch den Bahnhofsbereich, weil doch hier sich einiges abspielt. Ein sehr großer Fall war der Diebstahl in einer Firma hier in Obertürkei, wo ein Angestellter die Firma systematisch bestohlen hat, diese Gegenstände dann ins eBay eingestellt hat und dann entsprechend günstig weiterverkauft hat. Jahre im Einsatz, 25 davon in einem Stadtbezirk. Polizeihauptmeister Günther Beek, ein Ordnungshüter mit gutem Kontakt zu allen Bürgern. Tut's nur weh, oder? Wenn das Wetter umschlägt, dann merke ich das halt auch. Okay. Also aus dem Gelenkräumer, was man halt so auch mit laufender Zeit kriegt. Alles klar. Hoffen wir, das wird, gell? Ja, hoffen wir eine Weile. Obertürkheim. Der Stuttgarter Neckar vor Ort mit seinen 5000 Einwohnern ist ein ruhiges Pflaster. Die Post geht woanders ab. Günther Beek ist froh, dass er all die Jahre über nie seine Waffe ziehen musste. Ich bin auch überhaupt nicht der Typ, der irgendwie die Konfrontation sucht. Also ich versuche eher, das schlichtend zu regeln. Seine ruhige, besonnene Art, auch im Ermittlungsdienst von Vorteil. Denn neben Anzeigen bearbeiten, muss der Dorfpolizist immer wieder Geschädigte oder Beschuldigte vernehmen. Also Sie sind jetzt heute bei mir, weil Sie mit Ihrer Frau Streit hatten. Und im Verlauf dieses Streites haben Sie Ihre Frau geschlagen. Ihre Frau bekommt man im Laufe der Jahre einen Riecher dafür, wer die Wahrheit sagt und wer nicht? Ja, mit der Zeit kriegt man gewisse Erfahrung. Man merkt, wie sich jemand verhält. Ist er sicher, ist er unsicher? Fängt an zu stottern oder wie auch immer. Jedenfalls, da hat man dann schon das Gefühl dafür, ob er lügt oder nicht lügt. Manchmal wäre Günther Beek lieber ein Agent gewesen, der weltweit auf Verbrecherjagd geht. Er besitzt nicht nur alle James-Bond-Filme, sondern auch 138 flotte Flitzer aus den Streifen. Modellautos natürlich. Also das hier ist jetzt das Prunkstück von der Sammlung. Es handelt sich um einen Aston Martin aus dem Bond-Streifen Goldfinger. Ausgerüstet mit vielen Raffinessen. Wer Bond-Filme kennt, der schätzt dieses Auto ungemein. Im Ruhestand, ab Ende November, kann er sich endlich seinem Hobby widmen, der Aquarellmalerei. Zeitaufwendig. Aquarellmalen ist sehr schwierig im Vergleich zu Öl, weil wenn die Farbe auf dem Papier ist, lässt sich nichts mehr korrigieren. Beim Öl, da habe ich Dickweiß und kann das übermalen und kann wieder von vorne beginnen, was beim Aquarell nicht möglich ist und deshalb ist das für mich auch eine besondere Herausforderung. Wie praktisch, dass seine Frau Margarete zeitgleich mit ihm in den Ruhestand geht. Endlich mehr Zeit für gemeinsame Spaziergänge. Also hier die Grabkapelle auf dem Rodenberg zählt zu meinen Lieblingsorten. Es ist ein sehr romantischer Ort hier. Wenn man hier hochschaut, sieht man einen Schriftzug, die Liebe. Höret nimmer auf, was der König Wilhelm I. Seiner Katharina widmete. Und das trifft natürlich auch auf uns zu.